Ihre Geschichte ist so spektakulär, dass sie in Hollywood sogar verfilmt wird. Und zwar mit Kate Winslet in der Hauptrolle. Ruja Ignatova kommt aus einem kleinen Ort im Schwarzwald und baut sich mit einer sogenannten Kryptowährung ein internationales Millionenimperium auf. Sie lebt in Luxus und Reichtum. Doch Ruja ist eine Betrügerin. Sie wird vom FBI mit internationalem Haftbefehl gesucht. Die 41-Jährige ist verschwunden. Wo ist die selbsternannte Krypto-Queen aus dem Schwarzwald? Es ist eine Inszenierung wie für einen Popstar. Applaus, please! This girl is on fire! Ruja, where are you? Dr. Ruja Ignatova steht 2016 auf der Bühne der Londoner Wembley Hall. Wir werden die Nummer 1 Kryptowährung der Welt. Tausende jubeln ihr zu. Ruja verspricht Luxus, dass jeder reich werden kann. Mit ihrem Start-up OneCoin. Nach den erfolgreichen Bitcoins angeblich das ganz große neue Ding in der Finanzwelt. Die größte Kryptowährung. Leider aber ist die Währung frei erfunden. Ruja Ignatova, die selbsternannte Krypto-Queen, wird Millionen Menschen um ihr Erspartes bringen und mit hunderten Millionen Euro verschwinden. Mit welchen Psychotricks der Riesenbluff gelingen konnte und wo Ruja Ignatova heute vielleicht ist. Die Geschichte der selbsternannten Krypto-Queen, sie beginnt in Bulgarien. Hier wird Ruja 1980 geboren. Als sie 10 ist, zieht sie mit ihrer Familie nach Deutschland um. In die idyllische Kleinstadt Schramberg im Schwarzwald, besucht hier Grundschule und Gymnasium. Sie soll eine Vorzeigeschülerin gewesen sein, intelligent, strebsam, aber auch eine Einzelgängerin, die kaum Freunde hat. 1999 macht Ruja Abitur. Das ist ihr selbstgestalteter Eintrag im Abibuch ihrer Stufe. Ruja war stets freundlich zu jedermann. Sie war immer gut gelaunt und besonders ihre LehrerInnen liebten sie heiß und innig. Schreibt sie dort über sich selbst und wenige Zeilen weiter. Vielleicht sollte ich doch lieber bei der Wahrheit bleiben. Die Wahrheit, ein zentraler Satz aus heutiger Sicht, sozusagen ihr Lebensthema. Denn Ruja Ignatova wird international gesucht werden, als Betrügerin von Fahndern weltweit. Wie konnte aus der Vorzeigeschülerin mit Bestnoten eine internationale Hochstaplerin werden? Wir fragen eine Kriminalpsychologin und treffen eine ehemalige Freundin. Ich bin mir sicher, dass sie kein schlechter Mensch ist. Das alles hat sie nie gewollt. Willkommen zurück bei Prominent mit der Hollywood-reifen Geschichte von Ruja Ignatova. Wie wurde aus der Musterschülerin aus dem Schwarzwald eine international gesuchte Betrügerin? Die selbsternannte Krypto-Queen Dr. Ruja Ignatova. Sie wird international gesucht wegen Betrugs in Milliardenhöhe. Wie aber konnte es so weit kommen? Denn die als hochintelligent geltende Hochstaplerin schlägt zunächst einen seriösen Lebenslauf ein. Studiert erfolgreich Rechtswissenschaften an der Uni Konstanz, promoviert sogar. Lydia Benecke ist Kriminalpsychologin und Autorin und kennt die Motive, die hinter einem Betrugsdelikt stecken können. Mit einer erfolgreichen akademischen Karriere ist prinzipiell sicherlich die Möglichkeit da, viel Geld zu verdienen, aber in dieser Geschichte hier geht es ja um eine unvorstellbar riesige Geldsumme. Und wenn man jetzt von der Grundmotivation ausgeht, sich sehr schnell maximal zu bereichern, dann kann man natürlich erkennen, dass die Entscheidung für die ganze OneCoin-Inszenierung sicherlich mit dem sehr schnellen Gewinn zusammenhing. Und das wäre wahrscheinlich mit der normalen akademischen Karriere so nicht möglich gewesen. Die Inszenierung rund um Rujas Startup OneCoin, sie ist pompös. Sie lässt Image-Videos produzieren, wie dieses. Rekordgewinne und ein Leben im Luxus soll jedem winken, der in OneCoin investiert. Und Ruja sagt, ihre selbst erfundene Kryptowährung sei sicher. Es ist sehr wichtig, wenn du in etwas investierst oder wenn du etwas machst, dass es einen Wert hat. Doch genau daran wird Ruja noch scheitern. Dr. Johannes Bender ist Fachanwalt für Kapitalmarktrecht. Er vertritt viele deutsche Opfer der angeblichen Kryptowährung.
OneCoin ist die Illusion einer Kryptowährung. Der Erfolg, der versprochen wurde, ist im Grunde ganz am Anfang bei einer Kryptowährung dabei zu sein und dann diese enormen Wertsteigerungen, wie wir sie beim Bitcoin gesehen haben, auch miterfahren zu können. Die Ruja-Show funktioniert zunächst. Millionen Menschen investieren. Die OneCoin-Anhänger haben sogar ein eigenes Erkennungszeichen. Menschen, die Betrugsdelikte ganz klar planen, wissen, dass das Allerwichtigste ist, andere Menschen emotional zu manipulieren. Das heißt, die Gefühle des anderen steuern. Darüber schaffen sie es dann nämlich, dass die andere Person gar nicht so in der Tiefe prüft, ob das alles wirklich auch Sinn macht. Und das funktioniert mit unterschiedlichen Methoden, dass zum Beispiel ein Event gestaltet wird mit ganz tollen Gefühlen. Du bist ein Teil von was Großem. Ihr werdet Teil einer Gemeinschaft, einer Familie. Ruja veranstaltet sogar Partys auf ihrer Luxusjacht Davina, auf denen renommierte Künstler auftreten. Wie hier Weltstar Tom Jones oder Popstar Bebe Rexha. Ruja Ignatova war das Gesicht von OneCoin. Sie hat diesen Glamour-Faktor mitgebracht und sie hat diese Internationalität mitgebracht, die Grundlage war für den Erfolg von OneCoin. 2016 präsentiert sich Ruja sogar als Mutter eines neugeborenen Mädchens. Ihr Paradies, es scheint perfekt, beruflich und privat. Das isländische Model Ásdís Rán kannte Ruja persönlich. Seit 2009 seien sie beste Freundinnen gewesen. Wir waren zusammen shoppen, haben Wein getrunken, sind zusammen ins Spa. Sie hat total gern gelesen, während ich zum Beispiel ein Beauty-Treatment hatte. In der Hinsicht war sie ein ganz normales Mädchen, wie jedes andere. Doch die Betrugsvorwürfe werden immer lauter, denn es gibt keinen echten Markt für OneCoin. Was ihre selbst kreierte Währung wert ist, erfindet Ruja anscheinend einfach selbst. In Wirklichkeit ist die Währung nichts wert, lebt nur von den Investitionen der Anleger. Ein illegales sogenanntes Schneeballsystem. Immer mehr ihrer Anhänger wird klar, sie sind anscheinend einem riesigen Bluff erlegen. Ist Ruja Ignatova jemand, der finanzielle Verluste von Menschen in Kauf nimmt, um sich selbst zu bereichern? Menschen, die solche Dinge tun, haben für sich Ausreden. Und solche Ausreden können sein, die Welt ist eben nicht fair, vielleicht die Welt war auch nicht immer fair zu mir. Und auch eine beliebte Ausrede ist, na, wenn andere Menschen naiv sind, dann warum sollte ich das nicht nutzen? Die haben halt eine Schwäche. Also es wird die Schuld externalisiert gegenüber den Opfern. Und manche dieser Menschen, die Betrugsdelikte begehen, haben auch eine Persönlichkeit, aufgrund derer sie besonders an sich denken und sich auch prinzipiell nicht besonders schlecht fühlen, wenn sie anderen schaden. Im Herbst 2017 taucht Ruja unter, mit angeblich 4 Milliarden Dollar. Seitdem ist sie spurlos verschwunden. Das ist das letzte Foto mit ihrer Freundin, sagt Model Ásdís Rán. Ich glaube, es war nie ihr Plan, dass alles so aus dem Ruder läuft. Ich denke, das Ganze ist ja einfach entglitten. 2019 verhaftet man einige Drahtzieher. Unter anderem Rujas Bruder Konstantin. Ihm drohen 90 Jahre Haft. Von Ruja fehlt weiter jede Spur. Bis heute suchen Ermittler weltweit nach dieser Frau. Im Sommer taucht ein offenbar gefälschtes Video von Ruja im Netz auf. Scheinbar ein Versuch, das illegale Schneeballsystem OneCoin weiter am Leben zu halten. Die echte Ruja bleibt verschwunden. Vielleicht hat ihr jemand etwas angetan. Vielleicht ist sie sogar tot. Ich weiß es nicht. Ich denke jeden Tag an sie. Ruja, ich hoffe einfach, dass du in Sicherheit bist und nicht im Himmel. Der letzte Hinweis, den wir hatten, ist, das war ein Flug nach Athen. Danach verlieren sich die Spuren. Man kann rätseln, ob sie sich in Dubai oder in Bulgarien oder sogar in Deutschland aufhält. Ich glaube, die Frage ist nicht, wo sie ist, sondern wie sie lebt. Und sie liebt den Luxus und deswegen wird man sie auch dort finden können. Zumindest auf der Kinoleinwand wird man Ruja Ignatova wohl bald wiedersehen. Denn der Skandal soll angeblich verfilmt werden. Mit Kate Winslet in der Hauptrolle einer geprellten Anlegerin.